Hat was von Frankenstein mit den Blitzen. Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Wachen alle noch auf. Ja, wir dürfen halt nicht draufsteigen auf diese Dinger. Leise. Ich geh den Dingern mal ganz gezielt aus dem Weg. Jo. Ich watschle hinter dir her, dann bist du schuld, wenn du was lostrittst. Danke dafür. Kein Ding. Das erinnert mich an Helsing. Vorsicht. Oh, du hast was reingetreten. Ich sehe nichts. Du musst für uns beide leuchten. Oh, ich hab. Ja, du hast doch ein scheiß Feuerzeug. Ja, aber. Also. Ja, nicht aber. Muss ich nicht ducken? Alter, dieses ganze Knacker die ganze Zeit, ey. Vorsicht. Oh! Oh. Ich glaube, wir müssen da lang. Aber hier sind doch welche. Du bist aufgetreten. I'm sorry. Aber ich habe das Gefühl, das wäre auch gar nicht anders gegangen, to be honest. Das sieht sehr geplant aus. Also ist das nicht meine Schuld. Das glaube ich nicht, aber red dir das gerne ein. Oh lol. Oh lol. Hackfresse. Ja. Da. Geil. Das sieht gut aus. Ich geb Deckung. Los. Okay. Die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Aber du siehst nicht mehr so fit aus. Aber wo kommen die auf einmal her? Schön, sie wiederzusehen. Sie sind ja nachgelaufen. Hier, meine Hand. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Okay, ich bin wieder Rachel. Mhm. Es wird immer tiefer, ey. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons.
Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Hurra. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Habe ich jetzt eine Pistole bekommen? Also, nee, ich bin ja nicht Salim. Du bist doch Rachel, Digga. Ich bin Rachel gerade. Immerhin kann ich dann nicht Salim töten. Naja, wer weiß, vielleicht töte ich ihn noch aus Versehen als Rachel. Ja. Oh, ich kann mit dem Dude hier reden, geil. Ich rede mal mit dem. Wir müssen uns gerade jetzt irgendwie scheinbar einen Kampf vorbereiten, also, ne? Jo. Ich will mich ein bisschen umschauen hier auf jeden Fall. Schmutzige Details? Es gehörte Mary Hodgson. Von allem, über das sie geschrieben hat. Liegen wir da irgendwelche Zettel rum, zufälligerweise? Ich habe gerade eine Sequenz, Moment. Sie wollte nach Hause. Mary ist nicht die Einzige. Oder? Okay. Ja, hast du was zum Lesen schon, oder? Ja. Also erstmal habe ich hier die Noten von Kastrobix Spandau liegen. Das ist ganz geil. Bitte was? Ja, ja, hier so eine Ton... Naja, egal. So. Was? Okay. Wo ist Perik, wenn man ihn braucht? Richtig. Ja, das geht so. Okay, ja. Okay. Gut, dann ist hier aber auch noch ein Text drauf. Und da lese ich mal vor. Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sie sind in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten. Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt unsrigen, aber alles andere an ihnen ist in dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternenkonstellation, Cetus, von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Egal. Fertig. Hier drüben. Jo. Hab was gefunden. Was ist da bei dir? Jagdopfer. Dann geht ein Pfeil zu Pflanzparasit ein. Dann geht ein Pfeil zu Parasit reift heran. Pfeil zu Wirt stirbt. Parasit übernimmt den Körper und jagt wieder Opfer. Okay. Das ist quasi hier der Zyklus, wie sie sich weiter vermehren. Ich verstehe. Hier vorne ist noch eine krasse Vision. Ich glaube, da sieht man die Forscher von damals oder welche davon. Zumindest ein bisschen so aus. Gucken wir das hier auch nochmal an. Okay, wir sollen hier auf jeden Fall kein Feuer zünden, glaube ich. Es sieht eher daraus aus, als wäre da irgendwas in die Luft gegangen, was explosiv ist. Also wie so Gas oder sowas, ne? Oh shit. Ich habe ja aus Versehen schon drauf gedacht. Sorry. Alles gut. Ich glaube, wir hatten noch alles. Das ist interessante Lektüre. Bücher sind nichts für mich. Ich warte lieber auf den Film. Was ist das denn? Oh, hoppla. Es hat solche Prometheus-Vibes. Was hältst du von den Gravuren? Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt.
Ah, sie ist aufgeschrieben. Die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus. Der Wal. Die Sprache klingt ein bisschen wie Morsecode. Nein. Sie ist viel musikalischer. Sie hat Tonhöhe oder Rhythmus. Geil. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine Tonleiter. Aber Mary saß allein da dran. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Schieß los. Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Ah, okay, wir müssen jetzt beide da was machen. Ja. Alter. Mit dem Finger in der Ritze hier. Versuchen wir mal gleichzeitig zu gehen. Ja, du hängst immer fest. Okay, ich bin jetzt ganz oben. Nee, du bist ganz unten. Aber es leuchtet doch gerade. So, und jetzt machen wir nochmal, warte mal, du bist ja, und jetzt nach links, oder? Oder nach rechts? Nach rechts. Nach rechts, achso. Oh, es geht nicht. Es geht nicht, ich komme nicht weiter. Das ist so weird. Es fühlt sich so komisch an. Ich hab gar nicht, ich blick gar nicht durch. Ich weiß auch nicht, was, machen muss. Also meins hat jetzt gerade wieder geleuchtet. War richtig. Okay. Keine Ahnung. Das hatte irgendwie kein System gefühlt. Ich glaube, wir waren aber nur zu doof, es zu verstehen. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Das System, was wir hätten, es entgegengesetzt dann machen müssen. Das ist eine Tragödie. Keine Ahnung, es wurde uns nicht gesagt. Ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere. Tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Ich weiß nicht. Aber die gute Mary hatte mit einem recht. Hier gibt es nur noch Böses. Und jetzt los. Rösten wir diese Mistviecher. Ihre aller. Wie badass er plötzlich geworden ist. Imagine, sowas gibt's wirklich so. Alter, bitte hör auf, das ist einfach nur widerlich. Einfach so eine unterirdische Alien-Basis. Ja. Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Wie besoffen er klingt. Unseren Colonel. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück. Rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Dankeschön, Dispensers. Okay,
Wer platziert das Dynamit? Rachel. Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst Dankeschön, immer Astro. In Funkkontakt, klar. Dankeschön. Und wenn ich keinen Empfang habe? Ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Bitte sag mir, dass du das machen musst. Ich will es nicht machen. Wahrscheinlich musst du es machen. Nein. Da. Also ich kann zugucken, aber ich kann irgendwie nichts machen. Da wäre so ein weißer Punkt und irgendwie müsste ich den nicht mit A anklicken können? Ah, da. Also ich habe die ganze Zeit eine Sequenz. Mir bringt er jetzt einfach die ganze Zeit dieses Dynamit an. Ich kann Dinge überprüfen. Nichts bringen. Erste Ladung platziert. Over. Das wird doch nichts bringen. Von hier sieht alles frei aus. Wo lang? Links, rechts. Wir sehen keine Bewegung. Entscheid du. Ich schweige. Ich gehe nach links. Ah, da wäre ja jeder gewesen. Ich hätte den nicht gesehen. Herr Schrotinski. Na, er verreckt sowieso. Glaubst du? Oh nein, ich muss Herzschlag machen. Oh nee, ey. Ich bin so nervös, dass ich im echten Leben zum Atmen aufhöre. Oh shit. Ja, aber spannend wird's jetzt nochmal. Oh mein Gott. Mensch, du trittst so gegen einen Dreh, gegen alle Wachen auf. Junge. Aber sie scheinen zu kuscheln. Machst du gerade? Guckst einfach nur zu? Ich kann nichts machen, ich kann nur gucken gerade. Und ich bin echt glücklich, bei mir, mich reißt es komplett. Krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Ich versuche es. Alter. Ja, aber nur so halbherzig bringt ja nichts. Das bringt allgemein nichts. Ja, das stimmt. Oh, ich glaube, das ist zu viel. Zu einfach. Oh. Oh nein. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn.
Oh, weia. Halt! Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Hey, wie sieht's da oben aus? Oh, du musst jetzt entscheiden. Sag sie. Sie haben dich umzingelt. Hunderte. Wenigstens bist du ehrlich zu mir, Mann. Tut mir leid, Nicky. Für das hier. Und auch die Sache am Checkpoint. Es ist Krieg, Jason. So was passiert. Geh out. Oh shit. Ja, noch durchzieht der krasse Dude, ey. Ich bin gechillt, einfach da, oh, ich mach weiter. Jetzt bin ich auch am Schwitzen hier. Vergiss nicht, was zu drücken, falls du noch musst. Ja, ja, ja. Musst du die ganze Zeit Herzschlag machen. Die ganze Zeit. Ja, du warst ein bisschen zu aggressive, ne? Sprengstoff platziert. Fertig. Die Zähne, so in der Mitte, hat der Hohepriester auch, ne? Ja, aber so weggeht. Wieso greifen sie nicht an? Weil er keine Angst hat. Sie ernähren sich von Adrenalin und von Angst. Holy shit.